Killwood. Der wedelt hier mit seiner Fahne. Scheiß Alkoholiker. Kommt Amandra geflogen. So, ich würde sagen, jetzt wurde der Angriff zurückgeschlagen, würde gleich mal Gegenangriff machen. Die Obliden gehen mit, um hier wunderbar den Tempel zu zerstören. Wenn da links jetzt Ruhe ist, dann... Warum sind wir da? Ja, ist okay, es drängt doch nicht, oder? Leute. Ruhig bleiben. Chiron, ist echt schön, dass du vorangehst. Kann sein, dass Chiron eigentlich mehr aushält als Amandra. Amandra! Mensch! Frau! Ja, haltet einfach lang genug aus, bis die Hopliten hier kaputt gemacht haben. Oh Gott, das kann ein bisschen dauern. Okay, ich glaube, ich habe mal meine Priorität geändert, schon allein, weil die Frostriesen einfach schneller kaputt gehen. Ja, Chiron wird am Abdrücken. Ein Held ist gefallen. Kalos, Kalos. Ajax und Arkandos, das alte Duo ist mal wieder unterwegs. Läuft's? Es läuft sich ganz gut aus, muss ich sagen. Oh, weiter als ins heroische Zeitalter kommen wir gar nicht. Mehr. Komm, machen wir mal ganz viel Hersebrei. Machen wir mal noch die hier. Obwohl ja eigentlich gerade nur Eis und Frost. Berg und Frostriesen. Eis und Frostriesen kommen nur. Es kommen nur Eis und Frostriesen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es kommen gerade nur Berg und Frostriesen. Von daher. Kampf vor Fernkampf. Schutz vor Fernkampfschatten braucht man nicht so dringend. Ich habe gerade so richtigen Sprachdurchfall hier und da. Das ist Wahnsinn. Komm, der Marktplatz kommt hier runter. Bringt da auch was. Wir können auch ganz da hinten hin pflanzen, aber ich finde so eine mittlere Distanz ist ganz angenehm. Erynbjörn Käseschwinge. Käseschwinge? Alter, was? Zieht da jetzt einfach mal so einen riesen, so einen mittelalten Gouda übers Gesicht, oder was? Alter. Von mir aus. Wir können natürlich einen Heria noch mitnehmen. Ich meine, das ist schon praktisch mit den Buffs. Könnte sich ja mit Arkandos absprechen, so. Steht eigentlich genaueres zu Loki. Wir können doch bestimmt auch die Götter gucken. Moment mal. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich kann mir schon denken. Moment, machen wir mal, gehen wir den Bergwiesen an. Nur Anbetung des Loki. Kosten für Gunst sind 10% günstiger. Fokus. Herzen mythische Einheiten. Bonus. Herzen rufen im Kampf mythische Einheiten, die weniger Gunst kosten. Ochsenkern. Günstiger, schneller, schwächer. Langhauseinheiten werden schneller ausgebildet. Wissen wir Bescheid. Der Riesensohn Loki war der Gott des Feuers. Oh Gott. Für die, die es interessiert, kannst du ja gerne lesen. Es ist mir dann doch arg viel, weil wenn ich jetzt einen Gott richtig lese, dann sollte ich schon fast alle Götter lesen und. Wir wollen ja auch irgendwann mal was spielen. Spülen. Skipan? Wo durch die Ziege kommen. Voll der Massenwape hier. Skipan? Something. Ihr will. Haben es die Wikinger also erfunden, ne? Komm, da machten wir mal Felder. Something, something. Das gefällt. Die Mine hält noch ein bisschen und wir haben noch Ersatz. So. Wir gucken mal weiter. Wir gehen mit. Hi, wo kommt denn ihr auf einmal her? So, unsere lieben Hersen können ja was machen. Können wir Hersen Geld geben.
Hver er þar? 9 Felder, was? Já. 9 Felder, sie zu knechten. Já. Samþykkt. Já. Já, já, satt. 6, 7, 8, 9. Komm. Skip, ég vil. Skipa, já. Und grüf. Können wir echt den einen oder anderen Einherjäger mitnehmen, noch zu buffen? Ich bin eine extra Abteilung, die nennen wir dann die Buffen-SS. Hm. Ihr könnt auch gerne getrennt voneinander die Dinger machen, dass es ein bisschen schneller geht. Das Schöne ist, da wir nur Helden haben, könnt ihr auch ihre Spezialfähigkeiten nicht richtig benutzen. Gut, außer gegen die Hopliten, aber die sind ja ewig Werfware gerade. Kaffeespitte. Gut. Oh, da haben wir gleich einen Troll bekommen. Oh, die werden also doch nicht durch... Oh, die werden einfach regelmäßig durch Schaden machen. Gespawnt, nicht unbedingt durch Last Hits. Auch schön zu wissen. Die haben verdammt viel Panzerung, die haben relativ gesunde Lebenspunkte und die machen gut Schaden. Die Einherjäger sind okay und vor allem sie buffen noch die Leute in der Nähe. Krass. Hammer. Gut, sie sind langsam. Okay. Und langsam kann ich schon mal viele ausmachen. Wenn ich an so Arschloch-Kite-Einheiten denke, die schießen, wegrennen, das ist eigentlich total Age... Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich Age of Mythology so mag. Im Vergleich zu anderen Age of Empires-Teilen, also ein bisschen mehr mag. Wegen dieser tollen, wohlklingenden Dröte. Nee, das ist so eine Vuvuzela, glaube ich. So Vorform der Vuvuzela, die die hier haben. Das klingt zumindest gleich liebvoll und liebreizend. Dann... Nee, aber in Age of Mythology fällt mir das nicht aktiv auf, dass es solche Arschloch-Bogenschützen gibt, die schießen, wegrennen. Wenn es etwas gibt, was die KI in Age of Empires 1 und 2 auszeichnet, dann dieses Kackverhalten. Schießen, rennen. Boah, ihr volle... Beliebigen Fluch hier einfügen. Alter, Riesentöter-Einherjäger. Riesentöter-Einherjäger, das ist natürlich auch ein schöner Name, der passt doch noch. Und der hat 69 Panzerungen. Ich würde sagen, der hat ein bisschen Vorleben mit reingebracht in den Kampf. Oh, und wir haben den Kampfeber mitgebracht. Die hören sich auch so toll an, nicht wahr? Aha. Wir könnten jetzt ja mal hier... Wo sind meine Axtwerfer eigentlich? Hey! Hast du mal Kleingeld? meine... Jetzt muss ich es doch mal erklären. Ich mache es irgendwann vielleicht nochmal in anderen separaten Videos, dass ihr es endlich mal versteht. Das ist dieses, ey, hast du mal Kleingeld? Das ist... Alter, das ist Geräusch. Oh, das ist auch so grauenvoll. Als würde jemand so eine quietschende Tür aus Fingernägeln über eine Schiefertafel ziehen, um mal Elimania zu zitieren. Auf jeden Fall dieses, das war in Nürnberg. Ich habe mich hier mit 3/4 des Hackish Codes Teams, also mit Efrey und Denner, zusammen in Nürnberg getroffen, dass wir dort einen Film angeguckt haben. Ich glaube, wir treffen uns einmal jährlich, um Star Wars anzugucken. Also, wir waren zuerst zu Episode 7 da, jetzt vorletztes Jahr, letztes Jahr dann bei hier Rogue One. Und dieses Jahr wahrscheinlich dann für die nächste Star Wars Episode dann wieder. Auf jeden Fall, wir haben da Star Wars 7 angucken wollen. Und dann ist irgendwie so ein Obdachloser auf einmal entgegengekommen, beziehungsweise so in den Weg gelaufen, regelrecht. Das, ich glaube, Efrey war es, denn außer es geschubst hat irgendwie. Also es ist nur so leicht. Und er dreht sich so um. Ey, hast du mal Kleingeld? Das kam... Boah, wir mussten alle so in Lachen ausbrechen spontan. Weil es kam so super. Ich denke mir, jetzt kommt irgendwie so ein... Ey, was rumpelst du mich an oder so? Aber es war der totale Übergang von quasi vom angepisst sein in quasi seinen Berufsalltag quasi. Ja, wirklich quasi. Wirklich... angerempelt, ey! Und dann gleich sofort umgeschlagen auf, ich muss Geld verdienen. Hast du mal Kleingeld?
Das kam so super. Das hätte ich gerne mal, können die mich heilen. Andererseits, Moment mal, ich kann mich doch heilen. Jau. Jau. Schmetterangriffe. Wir haben gerade verdammt viele Ressourcen. Ich sollte die mal nutzen. Machen wir noch eine hier und dann noch ein paar herkommen. Und jetzt muss ich wirklich mal... Wo sind denn meine blöden... Axtkämpfer eigentlich? Habe ich nicht nur noch einen? Habe ich die sogar alle mitgenommen? Auch gut zu wissen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt eine Mauer vor der Mauer. Die sind schon stark. Die sind halt langsam, aber gut. Das sind so ein bisschen die Deutschritter, oder? Von Age of Mythology. Dass das Deutschritter nicht gebufft haben. Und Deutschritter waren effektiv gegen... Nicht gegen Fernkampf, stimmt, gegen Nahkampfangriffe haben die eine unglaubliche Panzerung gehabt. Sie waren aber anfällig gegen Pfeile. Und dann gab es eben die Huskale, die genau das Gegenteil waren. So rum war's. Ich hoffe, ich hab's richtig in Erinnerung. Jau. Wisst ihr was, Hopliten, geht mal weg. Ihr nehmt nur Bevölkerungslimit weg. Danke für die langen Dienste. So, Wetter, die haben sich hier blutig durchgeschlagen, so viele Kameraden verloren. Denken, jetzt haben sie es gleich hinter sich. Ja. Und genau das ist passiert, sie haben es aber mal hinter sich. Ziemlich schnell. Ziemlich effektiv. Wenigstens haben sie nicht leiden müssen lange. Stell dich mal vor, ihr drückt auf Entfernen und er stirbt einen langsamen, qualvollen Tod und schreit noch voll. Ich glaube, das ist dann das letzte Mal, dass ich Entfernen drücke in dem Spiel. Ich glaube, dann bin ich geschädigt fürs Leben. Der Ring macht die Lebenspunkte besser. Es gab doch auch ein anderes Update, was dann im mythischen Zeitalter kam, hast du ja auch. 180 nur. Gut, ihr seid ja auch gerade leicht. Vielleicht. Voll das Billigschild. Wollen wir weiter verbessern. Oh, weiter können wir nicht verbessern. Ich würde sagen, wir sind bereit soweit zum Weitermachen. Wenn man das richtig anstellt, dann kann man wirklich mit diesen Gebäudegeräuschen synchron zur Musik spielen. Man muss nur wissen, welche Gebäude man in welche Reihenfolge drücken kann. Das geht bestimmt. Ich versuch's jetzt gerade nicht. Ich guck nur gerade mal so die ganzen verschiedenen Geräusche durch. Aber ich glaube, wenn man es gescheit anstellt, kann man da wirklich die Musikstücke nachspielen mit den Gebäudegeräuschen. Komm, du Schwein, mach's mal hier kaputt. Du hast voll den krassen Belagerungsschatten. Oh Gott, das dauert trotzdem ewig. Leck mich am Arsch. Ne. Vergiss es, Junge. 27. Das ist okay. Ja, geh in den Schacht, Junge. Das ist aber schon, Leute. Ich habe eine Idee. Ja. Da zieht ihr die Augenbrauen hoch, ne? Mal was anderes als der Standard, den wir sonst immer sehen. Grunz. Problem ist, dass die Wikinger sehr schwach sind, was Verteidigungsanlagen angeht. Kaum effektive Wälle, kaum effektive Türme, dafür haben die Wikinger sehr effektive Möglichkeiten, andere Gebäude einzureißen. Das heißt, Wikinger gegen Wikinger ist eigentlich so ein reiner Offensivkrieg. Sich so einzubunkern, bringt nicht sehr viel.
Tilbuen, Tilbuen. Ja, was dauert noch ganz da hinten? Skipli. Na komm, lass mal die Ramme durch. Lass den Rammler durch. Auf Rausch. Geht schon schneller. Ich hätte gewusst, wie lange das dauert, hätte ich schon früher damit angefangen. Hätten wir wenigstens so die Ägypterkatapulte noch. Du kannst mir mal Häuser bauen. Komm, mach mal. Du bist ein Held, du baust Häuser. Du bist quasi der Heimwerker. Du bist der Heimwerkerkönig, der Heimwerkerheld. Ochsen, Karren. Tilbuen, ja. Til Forstenschlag. Wo habe ich denn eigentlich an die Übung, wo die Mauern nicht gebaut werden? Bau die mal! Warum geht das nicht? Das sieht doch hässlich aus. Gut, es ist schon ein guter fließender Übergang, klar, aber... Stimmt. Nö, geht einfach nicht. So? Nö. Okay, dann vergessen wir es. Darseeraserei. Seeraserei. Okay. Das ist wie mit der Rollover-Hilfe. Ist nicht zufällig eine Rollover-Hilfe. Nein, es ist eine Rollover-Hilfe. Die verhilft einen zu rollläden. Oder zu rolladen alternativ. Das geht auch. Ja, rolladen war das Stichwort. Ich habe doch noch Kavallerie irgendwo gehabt. Wolf, ja. Wisst ihr was? Ich arbeite ja eh drauf zu spammen, nicht wahr? Ich arbeite drauf jetzt dann bald ordentlich, richtig mega, die Helden zu spammen. Dafür brauchen wir garantiert mehr Tempel. Jetzt haben wir eine Menge Ressourcen. Gehortet. Kann man da schön einsetzen. Komm, verbessern wir einfach mal alles ein bisschen, wenn wir schon mal das Zeug haben. Es ist, sobald der Gegner sehr, sehr viele Bogenschützen einsetzt. Ich meine, wenn er steht schon nur stark gegen Bogenschützen, dann ist man nicht so motiviert. Gewaltige Armee von Riesen! Durchbrecht die Felsbrocken, rasch! Herausforderung akzeptiert, würde ich sagen. Komm, ich lasse die mal da, nur für den Fall. Aber ansonsten nehme ich alles mit und versuche das mal. Okay, sie kommen alle gleichzeitig. Ist auch ein bisschen pervers, muss ich sagen. Aber jetzt können wir ordentlich bauen. Riese, ja. Hersenspam. Die Riesen kommen immer näher. Durchbrecht die Felsbrocken schnell. Jetzt beruhigt euch mal. Schön locker durch die Hose. So schlecht sieht's gar nicht, aus. Der Wall ist zerstört, aber der Gegner ist uns auf den Fersen. Wir müssen der Gegner ist uns auf den Fersen. Ihr habt recht. Wir können uns einer solchen großen Armee nicht stellen. Zieht euch sofort nach Norden zurück. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was möchte ich jetzt probieren? Oh nö! Och, Arschloch! Blöde Schluchtenriesen, ey! Das sind Niederländer! Niederländer, was komme ich jetzt auf Niederländer? Warum Niederländer haben überhaupt nichts mit Schluchten? Ja, Österreicher! Nö. Danke für das Erdbeben, Arschloch! Blödes! Und zurück. Oh, komm, einfach mal eine Walküre mit raus. Das ist schon praktisch. Okay, die Riesen machen jetzt noch ein Problem, aber wir kriegen es vielleicht hin. Wisst ihr was? Hier, lass mal mit. Das kriegen wir. Und, nächsten.
Ich glaube, das habe ich auch noch nie geschafft. Und ansonsten habe ich es immer auf normal gespielt, das Spiel. Aber ich habe es auch nie so wirklich drauf angenommen. Ich finde es lustig, weil es wirklich so ein Metalleber ist. Wenn man den schlägt, dann kommt auch so ein Metallgeräusch. Klong. So, von wegen hier sterben nach Skript. Das Einzige, was mich hier noch aufhalten kann, ist ein Feuer in Stronghold-Ausmaßen. Klong, klong. Mach die Tür auf. So. Na? Was jetzt, ne? Ich brauche trotzdem jemanden zum Reparieren. Ist nicht so, als hätte ich genug Leute da dafür, oder? Haben die mir irgendwas zerstört? Die Schmiede ist kaputt gegangen. Die hätte ich gerne wieder, danke. Komm, wir gehen mit dem Rest einfach mal weiter. Ich weiß, ich hätte mehr Bäume verwenden können, aber so passt das auch. Das sieht total ekelhaft aus mit diesen Bäumen. Ich meine, das ist wie so ein Käfer, wo ein Baum oben drauf wächst. Da ist keiner von VW. Obwohl, ja, gut. Ein VW-Käfer, wo ein Baum drauf wächst, das ist sogar realistischer. Also, die kann ich nicht mal. Die kann man nicht mal gescheit. Ach, die kann man überhaupt nicht steuern. Also. Ja, super. Hätte ich dir doch vor. Egal. Skipper. Also für Skript hätten die ruhig so mindestens doppelt so viele Riesen, hätten sie ruhig machen können, dann wäre es wirklich schwer. Aber so ging es ja tatsächlich. Es war machbar, das abzuwehren. Hätte ich gleich früher die volle Armee gehabt und hätte schon mich darauf vorbereitet und an einer Stelle schon gleich die Armee hingestellt zum Abfangen. Wäre das noch lustiger gewesen. Hätte ich die erste Armee gleich vernichtet, wäre zurückgegangen. Schon die zweite entgegen und dann hätte ich, ja, hätte ich einfach aufgesplittet dann. Ich bin sehr locker gegangen. Ich habe mich an dieses Skript gar nicht mehr richtig erinnert. Alter, haben wir jetzt viele von den Hersen. Einfach Heldenspam. Alter! Nee. Ich muss gestehen. Ich stehe jetzt ein wenig mit offenem Mund da. Ich glaube, wir haben unseren Bannerträger verloren. Okay, wir sollen die bloß schicken. Oh Gott, der lebt, der hält doch gar nichts mehr aus. Zack, ein Stein auf den Kopf. Ich hoffe, der kann wieder aufstehen, der Bannerträger. Oh, der ist noch da. Okay. Das wäre es jetzt wirklich, wenn wir einen Bug ausgelöst hätten. Und der Bannerträger ist einfach tot und kann auch nicht wieder aufstehen oder sonst was. Und wir können jetzt die Mission nicht abschließen. Boah, ich glaube, wir sollten mal wieder speichern. Fällt mir gerade mal so auf. Wäre gar keine so schlechte Idee, ne? Durch. So, mach mal weg da. Aber das mit den ständigen mythischen Einheiten noch mit raushauen beim Kämpfen. Hier, das ist schon übel. Also wenn man gegen Loki kämpft, weiß man auf jeden Fall, man braucht sehr viele reguläre Einheiten. Weil der Gegner höchstwahrscheinlich hier Hersen spammen könnte und vielleicht auch wird. Ein Fluss! Was machen wir jetzt? Die Götter haben uns nicht so weit gebracht, damit wir hier sterben. Waldbrand, bitte. Ich würde gerade sagen, hätte ich mir bloß die wandelnden Bäume aufgespart, aber... Gut, hier gibt es jetzt eh von Odin den Waldbrand plötzlich. Die Götter waren wieder mit uns. Ach, Akanthos. Das hast du auch auf Tonkassette aufgenommen, oder? Tilbuin. Auf Tonband. Samsicht?
Götter mit uns. Geht einfach mal in ein Fastfood-Restaurant und bestellt einfach mal Götter mit uns. Nicht mit Ketchup, nicht mit Senf, ich hätte einmal Götter mit uns. Oh, da wären wir. Irgendwie gibt es hier noch vieles, was nicht erkundet werden kann. Gut. Man macht nicht so große Maps. Die großen, diese Maps sind halt wirklich in alle Richtungen gleich groß. Das ist, wenn man jetzt eine Map machen will, die einen langen Eskortpfad hat, dann lässt man halt einfach vieles ungenutzt. Kann ich schon gut verstehen. So, ich möchte noch ein bisschen zu Ende erkunden. Pfefferstreuer. Komme ich jetzt noch ein Geheimnis auf die Spur? Auf die Spur? Nee, das sieht man gar nicht, dass das hier so richtig Berg ist. Okay, dann sind wir durch. Aber mit Odin kann man wirklich... mit Loki kann man wirklich übel hier Herzen spammen und macht gleichzeitig auch einen Spam an mythischen Einheiten. Das ist krass. Und das ist dann wieder das Gefährliche. Wenn man dann versucht, die Herzen schnell zu töten mit regulären Einheiten, mit Pech steht man dann trotzdem schnell vielen mythischen Einheiten gegenüber, die sie beschwören. Das ist jetzt schon eine arg gemeine Kombo mit Loki. Das sind schon relativ starke Einheiten mit Valkyren und hier so den Ebern. Klar kriegt man jetzt nicht die geupgradeten Versionen, aber die sind trotzdem stark. Seid jetzt endlich mal... Wohl aber auch Zeit. Okay. Dann hätten wir das geschafft. Und das ist jetzt die Mission, die ich eigentlich meinte, die im Kopf geblieben ist. Das Begrüßungskomitee. Was ist das für eine Teesorte? Noch nie von gehört. Der Komitee. Der Begrüßungskomitee. Die Wikinger-Clans bekämpfen sich untereinander. Unsere Helden müssen das Volstagbanner nutzen, um sie zu einen. Aber ich würde sagen, diese Mission machen wir dann beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum Begrüßungskomitee. Und ich habe falsch abgespeichert, wir hatten 24, nicht 23. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.